ihr Lieben, da bin ich wieder. Ein bisschen was hat das ja von Akkordarbeit. Das eine Paket habe ich gerade ausgepackt, das Video rendert. Was, wer nicht weiß, was ist jetzt für zu weit, das zu erklären. Ja, während das eine rendert, packe ich jetzt das nächste Paket aus. Ich kann euch nicht sagen, in welcher Reihenfolge die Pakete erscheinen. Ich denke, die kurzen Videos werden zuerst erscheinen, weil ich da eine Möglichkeit habe, die hier von zu Hause aus hochzuladen. Die langen Videos, also je größer euer Paket, umso länger müsst ihr vielleicht warten. Da waren ja gestern die beiden großartigen Sachen dabei. Aber wir machen jetzt weiter. Dieses Paket ist von der lieben Verena. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, ob sie einen eigenen Kanal hat. Ist auf jeden Fall auch immer sehr aktiv unter meinen Videos. Wir verbleiben mal so, wenn jemand einen eigenen Kanal hat, verlinke ich euch den natürlich unten in der Infobox. Ich möchte ja auch ein bisschen Werbung machen. Wir sollen ja beide vielleicht... nein, wir sollen ruhig... Ja, wir YouTuber sollen von dieser Aktion auch beidseitig profitieren. Ich habe wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Ja. So, Verena. Verena hat gepackt Servietten. Ich krieg's Grinsen gar nicht aus dem Gesicht, weil ich finde das echt so schön, so Pakete auszupacken. Es macht unheimlich viel Spaß. Hier haben wir... Verena, du hast ja richtig gut zugehört. Ich habe immer so gesagt, ich glaube 2 bis 5 Servietten oder so. Das sind jetzt 4. Maritime Servietten von der Seite und von der. Ich habe nicht festgestellt, bei der Mini-Hexe habe ich immer nur eine Seite gezeigt, weil ich dachte, auf der Rückseite ist eh das Gleiche. Hier haben wir ein paar Rosen. Hätte ich gut gebrauchen können für das Hochzeitsdeko-Video, aber ach, das wollte ich jetzt einfach nur fertig machen, weil jetzt momentan so viele Projekte anstehen und ich einfach noch endlich Pocketblätter machen möchte. Hier haben wir wieder ein paar schöne Blumen. Oh, das ist voll meins. Miam, miam, habe ich mir heute auch wieder geholt. Oliven. Ich glaube mit Schafskäse, den mag ich ja nicht so. Stehe ja eher auf Mozzarella. Halloween kommt auch wieder und ich liebe Totenköpfe. Und hier haben wir noch, oh Gott, die Floristen werden mich wieder mit Steinen bewerfen, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber ich würde behaupten, es sind Tulpen. Und hier haben wir noch Erdbeeren, habe ich heute übrigens auch gekauft. Ja. Und hier ist Post, wollte ich gerade sagen. Ach, da hat sie, glaube ich, das Geld, Portogeld reingemacht. Vielen Dank. Schön, dass jemand ans Porto denkt. Nein, jemand. Ich hatte jetzt gerade halt ein Paket ausgepackt, wo jemand überhaupt nicht ans Porto gedacht hat. Und dein Brief werde ich mir in Ruhe durchlesen und euch zuschauen. Das gucke ich jetzt mal um. Zeige ich einfach nur mal das. Ich hoffe, man kann jetzt nicht den Brief da durchsehen. Den lese ich mir in Ruhe durch. Und hier sind ganz viele so Washi-Tape und die fühlen sich himmlisch toll an. Ey, Leute, die meine Videos sehen und mich nicht näher kennen oder halt mein Basteltick oder die keinen haben, die werden das nie nachvollziehen, dass man bei solchen Dingen so abdrehen kann. Aber ich finde die schön. Ich hoffe, das ist, die sind da mit Absicht hingeklebt, damit ich die weiter verbasteln kann und du hast die nicht als Zierde da dran. Aber ich werde mir deinen Brief in Ruhe durchlesen und das mache ich eben gerade. Bin ich dir schuldig, eine Antwort zu geben? Ist einfach so. Ich lese mir den durch, melde mich gleich wieder. Ja, das hast du wirklich also schön geschrieben. Ich kann, natürlich kann ich bis jetzt mit den Sachen allen was anfangen. Macht euch bitte da nicht alle solche Gedanken. Es gibt Leute, die haben einfach ein bisschen mehr zu geben. Es gibt Leute, die haben weniger zu geben. Darauf kommt es mir auch gar nicht an. Das ist wirklich ein Tausch und ich bin so geflasht und überwältigt allein von den beiden Paketen gestern. Also es kann gar nichts Schlimmes mehr passieren und
Ja, ich weiß gar nicht. Du hast hier reingeschrieben mit Hermesversand und ich weiß überhaupt gar nicht, wo hier ein Hermes, wo ich hier zum Hermesversand gehen kann. Gehe ich da auch zur Post? Nee, ne? Da muss ich extra so ein. Ich lebe auf dem hinterletzten Kapf. Ja, ich drehe gerne Videos und gerne gebe ich Basteltipps und es war schon immer irgendwo so, dass Leute gesagt haben, Mann, was du für Ideen hast und so. Und ich finde es irgendwo schön, mich jetzt da auf YouTube halt austoben zu können, ohne dass mir jemand in die Parade fährt. Und es macht mir unheimlich Spaß. Und Pocket Letter, ich liebe sie und ich würde gerne weiter welche basteln. Und Verena, wenn du Bock hast, können wir auch gerne mal einen tauschen. Aber wie gesagt, momentan habe ich noch einiges zu tun. Ich muss noch etwas häkeln. Liebe Grüße, Moni. Aber vorhin schon angefangen, unten auf der Wiese. Das Wetter ist nämlich Bombe, aber jetzt wollte ich halt die Videos noch abdrehen. Naja, ich komme wieder vom Wege ab. Ich möchte dann unbedingt Pocketglitter machen, weil ich so geile Papiere gestern bekommen habe und so viele geile Glitzersteine und so viele Ideen habe und noch Sachen vom Flohmarkt und und. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich danke dir für diesen tollen Brief und finde es schön, dass du mir so ein paar persönliche Worte, dass du ein paar persönliche Worte an mich gerichtet hast und es tut mir so leid, dass ich so hektisch heute bin. Ist nicht böse gemeint, ist einfach nur Nervosität. Hier ist ein riesengroßer Sack. Das würde jetzt im Blasenvideo passen, ne? Wir haben hier einmal so grüne. Was ist es denn? Perlen? Ich würde es als Glitzersteine nehmen zum Aufkleben für Pocketblätter, für was sonst. Ach ja, wegen dem Brief, ja, wegen der weißen Acrylfarbe. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich hatte ja ein Hochzeitsvideo, hatte keine weiße Acrylfarbe mehr. Ich bin oben auf den Dachboden gegangen, habe einfach meine weiße Wandmalfarbe, die ich noch vom Renovieren, vom Umzug hierher hatte, habe ich einfach einen Eimer runtergeholt und den dann genutzt. Ne? In der Not. So, hier hat sie mir noch so Band ist das, also rotes Band. Kommt auch für Pocketletter nutzen. Soll ich mal ein Ossi-Wort sagen? Liebe Niki, wenn du das siehst, kennst du Mutschekiebchen? Mutschekiebchen, Marienkäfer hat sie hier mit reingepackt zum Aufkleben. Ey, lasst mich in den Kommentaren mal wissen, wer alles weiß, was Mutschekiebchen sind. Ja, weiße Acrylfarbe. Ja, was soll ich sagen? Soll ich mal echt ehrlich sein? Dieses Ziehband, ne? Ich würde heutzutage gar keine Geschenke mehr damit verpacken. Ich finde es einfach nur hässlich. Aber, boah, ist fies, ne? Für die Pocketblätter kann man das richtig gut nehmen, ne? Ich will sowieso demnächst, boah, ich habe so viele Ideen. Ich will es nicht verraten, nein. Nachher klaut mir noch einer die. Oh, Washi-Tape mit Mutschekiebchen und Glückskleb. Finde ich richtig schön. Reiße ich auch direkt mal auf, weil ich euch das dann einfach besser zeigen kann. Oh, und dann wieder Glitter, Glitter, Glitter. Steht auch drauf, Glitter. Aber da ich bis jetzt noch nie mit Glitter gearbeitet habe, gestern habe ich ja von der Sarah von Mini Hexe, die einen eigenen Kanal hat, hier auf YouTube auch Glitter bekommen. Nee, Embossing, das ist wieder was anderes, ne? Was mache ich jetzt mit dem Glitzer? Klebe ich da einfach, nehme ich einen unsichtbaren Kleber, streue das da drauf und klebt das dann? Oder was kann ich Schönes mit Glitter machen? Sag, helft mir bitte. Ich habe echt noch nie mit Glitter gearbeitet. Außer Glitterspray so, ne? Heiß. Sag ich nur. Ja, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, weil ich ja genauso wenig wie ich einen grünen Daumen habe, kenne ich mich in der Tierwelt aus. Was ist das? Leopardenmuster oder so? Naja, ihr seht es ja selber. Dankeschön. Und ich glaube, zu guter Letzt, und es reicht ja auch, ist ja auch echt schön, habe ich hier Naturbast und den kann man ja echt immer gut gebrauchen. Und die Frühlingszeit oder Frühlingsdeko-Videos sind ja jetzt vorbei, aber und was das gekostet hat. Jetzt brauchst du es nicht mehr. Ja, es ist teuer. Viele Bastelsachen sind unheimlich teuer. Das unterschätzt man wirklich.
aber finde ich sicherlich auch noch eine Verwendung für. Ja, liebe Verena, ich bedanke mich recht herzlich für dein tolles Paket. Also, mich würde einmal interessieren, wer kennt Mochi-Kiebchen? Dann würde mich interessieren, muss ich da direkt an der Hermesstation oder kann ich das bei der Post machen? Weil ich wüsste nicht, wo Hermes ist. Ja, falls einer meiner Bekannten, Verwandten, Freunde das Video sieht, gibt es hier irgendwo Hermes? Ja, gut, dann sind wir auch schon durch. Oh, wieder ein kürzeres Video, was ich bestimmt bald hochladen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen, liebe Verena. Ja, ich danke dir von Herzen, habe mich sehr gefreut. Und ja, wie gesagt, sobald ich lese, wie das da mit Hermes klappt, schicke ich deine Bücher auf die Reise. Alles Liebe und Gute, bis bald. Eure Bastelratte Ibi. Ciao und bleibt kreativ.